die Wahrheit darüber, ob Frauen die Größe beim Mann im Bett wirklich so wichtig ist. Du trägst deinen Glaubenssatz mit dir herum, meiner ist zu klein und deswegen kann ich eine Frau nicht befriedigen. Meiner ist zu klein und deswegen habe ich keinen Erfolg bei Frauen. Und eins sei mal vorweg gesagt, die Frau, die du ansprichst, die Frau, mit der du flirtest, die Frau, mit der du bei einem Date sitzt, die weiß nicht, wie groß oder klein das bei dir in der Hose aussieht. Was sieht sie also? Sie sieht die Reflexion von dem, wie du über dich denkst. Sie sieht das, wie du dich selber deswegen degradierst und deswegen klein fühlst. Es geht nicht um die reelle Größe. Es geht darum, was du selber deswegen interpretierst und wie du dich deswegen präsentierst. Denn nur diese Größe kann eine Frau bei einem Date wahrnehmen. Effektiv ist es doch so. Und sind wir da mal ganz ehrlich. Wenn ein Mann und eine Frau 3, 4, 5 Dates hatten und sich verlieben und dann geht es ins Bett. Und da ist es dann vielleicht so, dass es nicht so ist, wie du es dir vorgestellt hast. Warum auch immer. Vielleicht gehen komplett eure Geschmäcker auseinander. Vielleicht glaubst du wirklich, bei dir ist da irgendwas zu klein. Fakt ist aber, dass du ja nicht ernsthaft glauben kannst, dass es nur darauf ankommt. Denn spinnen wir den Gedanken mal weiter. Wenn du glaubst, dass es Frauen nur auf die Größe ankommt, dann glaubst du ja, dass Frauen die inneren Werte egal sind. Das heißt, in irgendeiner Form denkst du ja negativ über die ganzen Frauen, bei denen du eigentlich gerne Erfolg hättest. Und das ist genau der Fehler. Denn aus welchem Grund solltest du Erfolg bei einer Frau haben, über die du negativ denkst und redest? Wo setzen wir jetzt also an, wenn man sich als Mann überlegt, ist mein Penis zu klein? Gibt es hier vielleicht Probleme, die ich überhaupt nicht bewältigen kann? Also ist hier einfach etwas so in Stein gemeißelt für mich, dass ich das für den Rest meines Lebens nicht abändern kann. Nur die Größe kannst du nicht ändern, aber du kannst deine Art und Weise ändern, darüber zu denken. Und nicht zuletzt kannst du dir Techniken antrainieren, um auch eine Frau im Bett zu befriedigen, unabhängig davon, wie groß oder klein er ist. Reden wir mal über das Mentale, denn das ist eigentlich so der Hauptkern. Ich habe gerade gesagt, egal wie es mit heruntergelassenen Hosen aussieht, beim Date sieht die Frau nur eines, deine wahre Größe bezüglich deines Selbstwerts. Und wenn der sich quasi widerspiegelt in deinem eigenen Glauben über dich, dass da was nicht groß genug ist, dann zeigst du dich natürlich auch sehr, sehr unterwürfig, sehr klein, sehr unsicher. Und das macht unattraktiv. Den meisten Frauen ist die Größe überhaupt nicht wichtig und wir haben auch vor längerer Zeit einmal Straßenumfragen gemacht, die genau das abbilden, wo Frauen aus dem Nähkästchen geplaudert haben, um einfach mal zu schauen, wie sieht es denn so im Schlafzimmer aus? Wie ist der deutsche Durchschnitt? Und das kannst du natürlich googeln, dazu gibt es ja auch unzählige offizielle Studien. Das zeigt, dass natürlich die inneren Werte, die Connection, das, was außerhalb des Bettes stattfindet, viel, viel wichtiger ist. Und nicht zuletzt geht es am Ende darum, wie gehe ich damit um und wie stehe ich zu mir selber. Irgendwann, wenn du mal so zurückdenkst, hat das Ganze angefangen. Also das heißt, in der Pubertät, in der Jugend, wenn man so erste Erfahrungen mit Frauen gemacht hat, kam bei dir irgendwann mal so dieses Bewusstsein, vermutlich ist er zu klein. Und das ist nicht zuletzt vielleicht einfach nur hausgemacht. Warum hausgemacht? Hinter verschlossener Tür. Was schauen wir uns da an? Natürlich, über die Pornos bekommst du ein falsches Männerbild suggeriert. Denn hier wird ein ganz spezieller Typ Mann rausgesucht. Hier wird etwas abgebildet, was überhaupt nicht der Realität entspricht. Und so manifestiert sich mit der Zeit ein ungesundes Bild darüber, wie groß oder klein er eigentlich sein sollte oder was zu klein eigentlich bedeutet. Das ist das eine. Der ungesunde Umgang mit Pornos und das ungesunde Männerbild, was du dir deswegen schon von Jugend an antrainiert hast. Ein weiterer Aspekt, der natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, wenn du einmal eine negative Erfahrung gemacht hast, also das heißt, wenn da irgendeine Frau war, die vielleicht gesagt hat, er ist ihr zu klein, ne, weil sie vielleicht einfach nicht gefallen hat oder weil es zwischen euch kein richtiges Kribbeln, Knistern, Anziehungskraft im Bett da war und sie hat gesagt, er ist ihr zu klein. Und du hast quasi das generalisiert, was diese eine Frau gesagt hat und das macht das menschliche Hirn einfach sehr, sehr gerne. Wenn wir eine Sache hören, wenn eine Person uns ein schmerzvolles Feedback gibt, generalisieren wir das und glauben, das bildet die Meinung
von jeder Frau ab. Jede Frau denkt so. Alle glauben, wenn du die Hosen runterlässt, dass das zu klein ist und dass sie dich deswegen nicht wollen. Das heißt, wir müssen erstmal das Bewusstsein schaffen, dass da noch mehr ist als nur dieser eine negative Glaubenssatz. Also fassen wir mal zusammen, das sind so die zwei Hauptpunkte. Einmal das ungesunde Männerbild aufgrund von ungesundem Pornokonsum und aufgrund von diesem Generalisieren, weil vielleicht eine Person das mal gesagt hat, ne, und du irgendwie das so stark manifestiert hast und dir das über Jahre immer wieder erzählt hast, haben wir in Kombination eben genau diese mentale Schranke, die dir sagt, so, jetzt habe ich keinen Erfolg bei Frauen. Am Anfang vom Video habe ich eine Sache gesagt, und zwar beim Date weiß die Frau nicht, wie es da unten aussieht. Das heißt, du hast keine Ausrede mehr. Du fängst langsam an zu verstehen. Es gibt keine Ausrede dafür, er ist zu klein, deswegen habe ich keinen Erfolg bei Frauen, weil vorher das Interesse entsteht, vorher die Sympathie geknüpft wird, vorher die Frau schon entscheidet, das ist ein Mann, mit dem ich mehr Zeit verbringen möchte. Ja? Und deswegen fang an zu verstehen, was eigentlich die wichtigen Momente sind. Nämlich nicht, ob du einmal im Bett performst, die paar Minuten, Stunden, ja? Sondern dass einfach die Zeit, die du mit der Frau verbringst, sie über dich nachdenken lässt. Und das liegt ganz bei dir, auf welche Art und Weise sie über dich nachdenkt. Wenn wir jetzt zum Beispiel was von einer Frau gefragt werden, also wir sprechen eine Frau an, sagen, hey, du bist mir aufgefallen, du siehst total gut aus, und sie will so ein bisschen gucken, drückt der mir jetzt nur einen Spruch, ist das einer von vielen oder ist da wirklich ein bisschen Substanz dahinter? Und sie sagt sowas zu dir wie, weil sie vielleicht auch nicht auf den Mund gefallen ist, das hast du heute bestimmt schon zu einigen Frauen gesagt. So. Ein unsicherer Mann würde jetzt unterwürfig werden, würde die Frau auf ein Podest stellen und würde sowas Beschwichtigendes antworten wie, nein, nein, ich mache das wirklich nie. Hier, ich habe gerade zu meinem Freund gesagt, guck mal, die spreche ich jetzt mal an, ich traue mich jetzt einfach mal, glaub mir, ich habe seit Jahren keine Frau angesprochen. Selbst wenn es der Wahrheit entspricht, hast du dadurch dich so degradiert in dem Moment, dich so unterwürfig verhalten, sie auf ein Podest gestellt, diese gottgleiche Frau, bei der du dich jetzt mal überwindest, sie anzusprechen, dass du dadurch schon durchgefallen bist. So, was ist die Alternative in so einer Situation, cool zu bleiben und zu sagen, also zur Erinnerung, der Dialog war so, du bist total schön oder du siehst gut aus, du bist mir aufgefallen, ich wollte dich ansprechen, wie heißt du? Und sie sagt, hey, das hast du heute aber schon zu einigen Frauen gesagt. Und dann bleibst du cool und sagst, ja, und jetzt bist du an der Reihe, es zu hören. Sie weiß genau, dass du Spaß machst, sie weiß genau, dass du gerade mit ihr flirten willst, aber du bleibst, du hast in dem Moment Substanz, du bleibst bestehen. Du wirst nicht nervös durch ihren kleinen Seitenhieb. Und im Endeffekt hast du ja auch dich darauf eingelassen, weil du sie angesprochen hast. Wenn die Frau das Game dann auch spielt, ja, ist das ja nur positiv, weil du merkst, da kommt Feedback. Und das ist im Übrigen etwas, was unsichere Männer ganz, ganz oft gar nicht bemerken. Das erleben wir immer wieder. Denn wenn eine Frau was zurückwirft, ein bisschen schlagfertig ist, dann rutschen unsichere Männer schnell wieder zurück in ihr Schneckenhaus. Oh nein, das ist ja jetzt ganz unangenehm. Aber das ist in Wahrheit ein Signal von der Frau, zu gucken, okay, komm, du hast mich jetzt angesprochen, zeig mir doch mal was von dir. Und da kannst du im Endeffekt nur gewinnen, wenn du gegenhältst, wenn du ihr auch einen Spruch drückst, wenn du witzig bist, wenn du ihr zeigst, ja, ich habe dich gerade angesprochen. Ja, ich finde, du siehst interessant aus, aber nein, verunsichern tust du mich nicht. Und so gewinnst du. Vor allen Dingen bei Frauen, die eine 10 von 10 für dich sind, die dich normalerweise komplett nervös gemacht haben. Ich konnte schon hunderten Männern dabei helfen, genau das zu lernen, wie sie bei einer 10 von 10 immer noch selbstbewusst sind und vor allen Dingen schlagfertig. Und dir kann ich auch helfen. Trag dich dafür jetzt für eine kostenlose Dating-Analyse ein. Diese findet am Telefon statt. Link zu den Terminen findest du in der Infobox. Und ich freue mich, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao, ihr Lieben!